eigentlich ist es ein Skandal, dass das meistverbreitete Buch der Welt mit einer Auflage von sage und schreibe fast 220 Millionen Exemplaren bisher nie rezensiert wurde. Hier ist der Umschlag dieses bisher nie besprochenen Buchs. Es heißt Die kleinen Freuden des Alltags und hat einen Verfasser, der IKEA ist. Es ist also ein Buch, in dem wir uns wohlfühlen sollen, weil es uns in eine gute Stimmung versetzen will. Man könnte dem IKEA-Buch vorwerfen, dass es mehr Bilder als Personen hat. Es erzählt viel, aber es ist sozusagen vollgemüllt mit Gegenständen. Ich würde sagen vollgemüllt, wenn es nicht ganz nagelneue Einrichtungsgegenstände wären. Es ist ein möblierter Roman. Die Personen müssen sich zwischen die Möbel drängen. Sie kommen selten zu Wort. Sie reden kaum zusammenhängend. Trotzdem hat das Buch einen solchen Erfolg. Ich muss gestehen, ich liebe Bücher nicht so sehr, die sich altmodisch aufdringlich mit einem Du an den Leser wenden, die sich sozusagen anrempelnd in sein Leben drängen, um ihm zu sagen, wie er zu schlafen oder nicht zu schlafen hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vielleicht muss das kommen, ja. Wo ist denn das Wohnzimmer, verdammt nochmal? Gähn, raus aus den Federn, ein Nest aus sanften Textilien. Der Tag startet mit einem guten Morgenkuss der Sonne. Dies erscheint mir sehr idyllisch, wenn ich an mein persönliches Aufwachen denke. Die Batterien sind aufgeladen, Körper und Geist sind erfrischt. Wir blinzeln mit den Augen. Eine komische Formulierung. Mit was soll man sonst blinzeln? Und erwachen langsam auf dem Schlaf. Nur einen Moment lang dösen und in diesem flauschigen Bett kuscheln. Es ist so verlockend, noch etwas liegen zu bleiben. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, es ist sehr verlockend, das Buch an dieser Stelle beiseite zu legen und ohne Buch weiter zu dösen. Hier. Glück ist, wenn du ein super bequemes Sofabett, ein paar Beistelltische und eine gute Wi-Fi-Verbindung hast. Glück ist, sagt allerdings Freud, ist als Dauerzustand im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Was fehlte dem Buch, wenn es ein schöngeistiger Roman wäre? Die Antwort muss heißen, alles. Aber es wäre genauso ungerecht, als wenn man ein Buch der Postleitzahlen nach fehlenden Personen absuchen würde. Soll man dieses Buch wirklich lesen? Mir fällt dazu ein Spruch von Goethe ein. Eines schickt sich nicht für alle. Sehe jeder, was er treibe, sehe jeder, wo er bleibe und wer steht, dass er nicht falle. Musik